Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am sogenannten Aachtopf, den man auch Aachquelle nennt. Das Ganze bei Aach in Baden-Württemberg. Es handelt sich hier um die wasserreichste Quelle Deutschlands. Aus der Karstquelle entspringt die Radolfzeller Aach, auch Hegauer Aach, die nach 32 Kilometern bei Radolfzell in den Bodensee mündet. Ihr seht hier einige historische Häuser, vermutlich sind das ehemalige Mühlen, ich weiß es nicht genau. Und daran angeschlossen ist auch ein kleiner Kiosk, wo man was essen und trinken kann, sowie sanitäre Anlagen. Das ist hier so die Umgebung rund um diesen Kiosk, der sich auch direkt neben der Straße befindet. Das Wasser der Karstquelle stammt hauptsächlich aus der zwischen Immendingen und Möhringen und bei Friedingen versinkenden Donau. Das Einzugsgebiet umfasst weitere Schlucklöcher anderer Flüsse, zum Beispiel bei Neuhausen ob Eck und bei Heudorf im Hegau. Etwa ein Drittel der Schüttung der Aachquelle ist auf solche Nebenzuflüsse zurückzuführen. Hier sehen wir noch ein paar Schwäne, die habt ihr in den Shorts vielleicht schon gesehen. Im Uferbereich der Aach und unterhalb des Aachtopfes im Flussbett liegen weitere kleine Quellen. Die südlichste nachgewiesene Austrittsstelle des Donauwassers ist die Bleiche Quelle bei Singen. Der Aachtopf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ist ziemlich überlaufen gewesen, speziell halt hier um die Quelle herum. Ihr seht das selber auf den Bildern. Ab dem Mittelalter bis etwa 1950 wurde die Wasserkraft durch zahlreiche Mühlen genutzt. Seit 1935/36 wird das Wasser in einem Kanal zu einem Elektrizitätswerk geführt. Aufgrund der Wassernutzung sowohl an der württembergischen Donau als auch an der badischen Aach kam es immer wieder zu Streitigkeiten um das Wasser. An der Donau wurden die Versickerungslöcher immer wieder verstopft oder aber man staute das Wasser oberhalb der Schlucklöcher auf. Erst nach Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg konnte eine gemeinsame Lösung gefunden werden. An der Stelle sieht man besonders schön, wie das Wasser hier sozusagen aus dem Boden kommt. Der ganze Text hier ist mal wieder aus einem Wikipedia-Artikel zitiert, den ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde. Da gibt es auch noch ganz interessante Fakten rund um die Erforschung dieser Quelle. Interessant finde ich auch, dass im April 2017 die erstmalige Entdeckung eines Höhlenfisches in Europa bekannt gegeben wurde. Es handelt sich um eine weitgehend pigmentlose und wahrscheinlich blinde Population der Bachschmerle. Sie wurde im verzweigten Höhlensystem des Aachtopfes entdeckt, kommt aber wahrscheinlich im gesamten 250 Quadratkilometer großen Höhlensystem bis zur Donauversinkung vor. So viel also erstmal zu dieser Quelle. Das ist relativ interessant und auch ziemlich schön dort. Hier haben wir noch so eine kleine Höhle gefunden. In der Nähe der Brücke, wenn man einmal rund um die Quelle herumläuft. Das kleine Städtchen Aach scheint eher einiges zu bieten zu haben, so was mittelalterlich halbwegs interessant ist. Da gibt es auch, glaube ich, noch eine historische Kapelle und so weiter zu entdecken. Das haben wir an diesem Tag heute hier leider nicht geschafft.
Wir beschränken uns heute auf die Quelle und auf die Burgruine, auf die Turmruine überhalb der Quelle, zu der wir gleich noch hinlaufen werden. Die sieht man übrigens auch von der Straße aus. Leider ist mir das aber erst bei der Rückfahrt im Auto aufgefallen und deswegen gibt es da auch kein entsprechendes Foto dazu. Der Aufstieg zur Ruine, naja, ist nicht so mühsam, aber es ist schon auch wieder ein ordentliches Stück. Und den nehmen wir jetzt mal gemeinsam in Angriff. Auf halbem Weg gibt es da übrigens noch eine Schutzhütte, eine Grillhütte. Das seht ihr später noch beim Abstieg. Und ich melde mich später nochmal, wenn wir oben bei der Burg angekommen sind. So, jetzt geht's hier auf den Burgenweg und ich kann mal damit beginnen, euch ein bisschen was über diese Burgruine Alter Turm in Aach zu erzählen.
Es ist die Ruine einer Ringburg am Rande des Aigltinger Tals auf einem 35 mal 30 Meter großen Plateau. Die Entstehungszeit wird auf zwischen 990 und 1020 nach Christus datiert. Die Südwand bzw. der Südrand fällt steil zum Aigltinger Tal ab. Die restlichen drei Seiten werden durch einen 3 Meter tiefen in den Fels geschlagenen Graben geschützt. Dem Plateaurand folgen Schuttwälle der Umfassungsmauer. Innerhalb dieses Berings stand isoliert der Wohnturm mit polygonalem Grundriss von 9 mal 15 Metern. Die West- sowie Teile der Süd- und Nordwand sind bis auf eine Höhe von 8,40 Meter erhalten. Der Hocheingang befindet sich in der Südwand. Das Sichtmauerwerk macht einen erstaunlich homogenen Eindruck und besteht aus salierzeitlichen Kleinquadern. Man geht davon aus, dass nur der Hochadel imstande war, so etwas zu dieser Zeit zu errichten. Der Turm bestand aus mindestens 4 Stockwerken. Die Ruine vom Turm ist ziemlich klein, deswegen allein deswegen würde ich nicht anreisen. Ist zwar durchaus schön und durchaus interessant, aber viel zu sehen gibt es da oben nicht unbedingt, abgesehen von der Aussicht. Das ist die vorhin schon angesprochene Schutzhütte mit angeschlossener Grillmöglichkeit. Macht einen recht stabilen Eindruck. Da würde ich sogar bei einem Gewitter mich sicher drunter fühlen. Das ist die Aussicht auf die Hegauberge und das kleine Städtchen Aach. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant.
Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.